Lust auf Open Air oder vielleicht Boogie-Woogie tanzen oder sind Sie eher der Honig-Fan? Für alle ist was dabei bei Carmen Soledas Veranstaltungstipps. Sie interessieren sich für Bienen? Dann erfahren Sie am Sonntag beim Imkertag im unterfränkischen Pfalz-Höchheim alles über die fleißigen Insekten mit Honigverkostung und buntem Programm. Feiern Sie mit beim Tauperlitzer Seefest in Oberfranken mit Vergnügungspark und Public EM Viewing. Am Sonntagabend gibt es ein großes Brillantfeuerwerk. Gefeiert wird auch in Mittelfranken beim Volksfest im schönen Rothenburg ob der Tauber mit Live-Musik, Biergarten, Stadtzelt, Fahrgeschäften und einem Krämermarkt. Eine tierische Gaudi erleben Sie in der Oberpfalz beim Sautrogrennen am Eixendorfer Stausee bei Neuenburg vom Wald. Stechen Zweierteams in alten Sautrögen in den See. Jetzt erst recht. Das schwäbische Günzburg hat sich nach dem schweren Hochwasser entschieden, das Gunzia-Fest zu feiern und damit viele Spenden für Flutopfer zu sammeln. Großer Theaterspaß für die Kleinen, den gibt's am Sonntag in München. Gespielt wird das kleine Gespenst, die letzte Vorstellung vor der Spielzeitpause. Das niederbayerische Bad Birnbach lädt an diesem Wochenende zum Boogie-Festival mit vielen Boogie-Woogie-Tanzvorführungen, Live-Musik und buntem Programm mittanzen erwünscht. Alle Veranstaltungstipps auch auf sat1bayern.de.